Ja, ich stehe jetzt mal auf dem offiziellen Parkplatz für Wohnmobile in Skien. Und jetzt ging es ums Bezahlen. Sollte 150 norwegische Kronen kosten. Man kann mit Handy bezahlen oder in norwegischen Kronen. Mit Handy kann ich nicht und norwegische Kronen habe ich nicht. Und dann hieß es, lass mal stecken. Das Ganze finde ich sehr gut. Einer ist dabei, der aus Deutschland kommt und Norwegisch kann, von den vier Herren, und daher alles geregelt. Ich habe sie jetzt eingeladen, im Grunde auf Kaffee oder sowas. Wollten sie alles nicht, sondern stecken lassen und mir einen schönen Tag machen. Fand ich sehr schön. Deswegen, ich werde jetzt mal ein Päuschen machen und dann Xien als Radtour machen. So, hallo aus Skien. Hier endet der Telemark-Kanal und hier wollte ich noch mal eine Runde drehen. Es ist schon später Nachmittag, irgendwie 14, 15 Uhr. Ich muss mal ganz kurz schauen. 14.41 Uhr, daher. Aber der Vormittag war so stark bewölkt und hat auch zwischendurch zwei, dreimal geregnet. Da habe ich mir ein schönes Plätzchen gesucht, wie ihr vielleicht da noch sehen könnt. Da steht mein Bulli. Ist ein offizieller Platz, was ich gar nicht wollte, aber der hat mich reingewunken und sprach dann auch noch Deutsch und sagte aber von wegen bezahlen, 150 norwegische Kronen, glaube ich, hat er gesagt, 100 oder 150, weiß ich gar nicht mehr, geht nur mit Handy zahlen oder in Kronen halt, und da ich weder noch konnte, kann ich so stehen bleiben. Haben noch ein bisschen nett geplauscht, jetzt habe ich was gegessen, habe eine Stunde geschlafen. Und jetzt geht's los Richtung Skien. Ja, so diese Häuser hier, direkt wieder am Wasser. Auf der Rückseite hier ist der Hafen. Und der gute Mann von dem Stellplatz, wo ich stehe, sagte, lass dein Fahrrad nirgends stehen und kette es immer irgendwo dran an, wo es fest verbunden ist. Hier würde wohl extrem viel geklaut in der Region, was so Fahrräder speziell angeht. Gute Informationen hätte ich nicht vermutet, aber ist halt in den größeren Städten überall dasselbe. Und Skien ist halt definitiv größer, wie ihr vielleicht auch so ein bisschen schon erkennen könnt. Ja, und das Erste, was mich hier erwartet Richtung Hafen, ist eine Kirmes. Ah, jetzt dreht es sich auch. Ich dachte gerade, da steht ja alles. Auch schön, so ein bisschen Normalität hier. Ja, ist doch auch ganz nett. Das wäre ja was für mich. Ich würde da schon fünfmal rauskotzen. So, einmal schnell drüber gegangen, weil mein Weg da einfach normalerweise hergegangen wäre. Sonst hätte ich das gar nicht unbedingt mitgenommen. Ja, das ist auch immer schön, hier so an dem Industriehafen, so ein Wasserspiel in der Mitte, weil das auf der anderen Seite ja hier dann eher touristisch ist. Schön. Das wirkt doch schon mal ganz pompös hier. Also der Kreisverkehr, der hat ja was, vor allem mit diesem bombastischen weißen Gebäude da im Hintergrund. Ja, hier muss ich dann wohl einmal die Seite wechseln, weil wieder Durchfahrt verboten ist. Dann gehe ich jetzt hier rein. Ja, das sind die Arkaden. Das ist so eine Art Shopping Center auch hier, wie es bei uns halt auch ist. Aber davor auch hier wieder so ein schönes Wasserspiel. Ja, und wenn man hier hochfährt, schaut man als erst natürlich auf die Riesenkirche da im Hintergrund. Aber auch hier ist interessant. Ach, unter anderem Wahlkampagnen. Ja, okay. Politik. Auch hier natürlich ein Riesenthema. Auch hier wieder so ein schickes Denkmal. Im Hintergrund das nächste und danach ein Brunnen Richtung Kirche. Also damit haben sie es ja.
Das hier soll Henrik Ibsen darstellen, 1828 bis 1906. Schaut euch mal die Hausfassade an. Auch schön gemacht. Hier die Bepflanzung, wenn man zu diesem Brunnen geht, mit den einzelnen Stauden hier. Eine super Farbwahl, oder? Aber der Brunnen an sich ist auch super. Und im Hintergrund sieht es so aus, als wenn jemand auf einem Elch reiten würde. Leider weiß ich nie, was das ist. Das soll wohl Peer Gynt sein, der irgendwie auf dem Elch reitet. Einen herrlichen Blick auf dieses weiße Gebäude für Festivitäten. Ja, das sind alles so kommunale Gebäude jetzt hier. Und das ist nicht so wirklich das, was mir gefällt. Deswegen werde ich mal wieder weiter Richtung City runter. Ist ja riesig, das Ding. Muss erst mal ein bisschen orientieren. Jetzt stehe ich mal direkt vor der Kirche. Schaut euch das mal an. Das ist schon ein Klopper hier. Bevor ich den Berg weiter rauf fahre, wollte ich hier in der Seitenstraße eben noch mal das, darf man es noch Graffiti nennen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dieses Kunstwerk einmal zeigen. Auch hier ein weiterer schöner kleiner Park, wo dem Kind das Orgelspiel beigebracht wird. Oder die Zither. Hier wieder einer dieser relativ schönen Friedhöfe. Wobei dieser hier schon recht karg wirkt. Ja, der Rest, der hier hinten weiter rausgeht, würde ich sagen, ist reines Wohngebiet. Und nicht so schön wie die anderen, die ich bisher gezeigt habe. Daher würde ich sagen, das spare ich mir auch. Also hier so zwischen den einzelnen Baugebieten, wo auch Jahrzehnte zwischen sind, denke ich mal, sind immer wieder solche schönen Grünstreifen und reichlich Friedhöfe. Hier im Hintergrund ist jetzt ein Krankenhaus zu sehen und davor so ein kleiner Park. Und da schaue ich mal, wo der hinführt. Die Passanten schauen sehr kritisch, wenn die sehen, dass hier jemand filmt. Ja, das sieht so aus wie ein Golfplatz für jedermann erstmal. Oh, und da oben ist natürlich mal eine imposante Statue. Ich zoome das Ganze mal. Irgendein nordischer Hühne mit seinen zwei Hunden. Auch hier wieder so ein BMX- und Skatepark, wie in fast allen etwas größeren Gemeinden oder Städten hier in Norwegen. Und riesige Sportflächen für Fußball, Beachvolleyball, Basketball und noch so einiges mehr da hinten. So Fitnesspark und alles frei zugänglich. Und hier auch mal eine Moschee zu sehen. Die Moschee von Skien. Skien Moske. Hört sich ein bisschen an wie ein Insekt. Und dort auf der Seite findet gerade irgendeine Feier statt. Da hier die ganzen Schulen sind, gehe ich mal davon aus, dass es irgendwie sowas wie Abitur oder ähnliches. Nein, Ibsenhuset ist sowas wie ein Konzerthaus. Also wieder zurück, nichts mit Schule, Abi oder sonst was, sondern Konzerthaus und deswegen so gut gekleidete Leute. Also diese traditionellen Kleider, das hat ja so ein bisschen was von den Trachten, die wir sonst so aus Bayern kennen. Gefällt mir auch sehr gut. Wieder eine Schönheit hier am Wegesrand. Also hier in diese Richtung stand jetzt so ein Hinweisschild mit diesem historischen Schiff drauf. Deswegen denke ich mal, dass das hier Richtung Telemark-Kanal jetzt richtig ist.
Auch die Gebäude im Hintergrund schön hier. Ach, da drüben ist die Schleuse. Ich habe es schon gesehen. Oh, und ein schöner Brunnen. Das zeige ich euch gleich nochmal. Da ist das Schild. Jellebrügger, Telemax-Kanalen. Na? Höre ich mich schon an wie ein Norweger? Ich glaube nicht. Ist das ein schöner Bereich? Mal kurz stehen bleiben, weil das alles das Kopfsteinpflaster hier ist und natürlich unheimlich ruckelt. Schick, schick. Und hier ist der Kanal. Auf der Seite mit der Schleuse. Ja, so kann man das alles gut erkennen, ne? Ich denke schon. In der Mitte dieser herrliche Brunnen oder das Wasserspiel, wie man es nennt. Mit einem Flößer, der auf diesem Holzstämmen arbeitet. Die Hölzer wurden ja hier zu der Zeit bis Anfang des 19. Jahrhunderts, soweit ich weiß, über den Wasserweg transportiert. Und da gab es so ein paar ganz waghalsige, die das begleitet haben. Oder immer wieder dazu kamen, um das alles am Laufen zu halten. Auch da in die Richtung, dieser andere Brunnen, was ich vorhin erwähnte. Mit diesem herrlichen Kaffee dabei. Aber hauptsächlich geht es mir um diesen Brunnen. Ja, das wäre dann das Ende des Telemax-Kanals. Rund 100 Kilometer ist das. Ich war jetzt so ein bisschen in der Hoffnung, dass man hier was von diesen historischen Schiffen sieht, was immer in den Reiseführern steht. Leider nicht so der Fall. Ich schaue mal eben noch da hinten ums Eck. Aber das wäre eigentlich so mein Ziel gewesen, auch diese Schiffe passend dazu zu sehen, wo man dann diese ganztägigen Fahrten hier auch machen könnte. Schön, dieses historische Gebäude, wo man dann seine Fahrkarten kaufen kann. Sehr schön gemacht. Auch da oben mit dem Wappen noch und der Uhr drin. Gefällt mir sehr gut. Von hier ist die Sicht auf diese beiden Flößer noch einmal wesentlich besser. Deswegen zeige ich es noch einmal. Das ist mal ein schönes Kunstwerk, wo man was mit anfangen kann. Hier hinten scheint der Blick erstmal ein bisschen natürlicher zu werden. Ähnlich wie bei uns, weiß ich nicht, das Rheinufer zum Beispiel. Dort drüben ist diese Kirmes zu sehen, wo ich nachher auch wieder hin muss in die Richtung. Aber hier hat man jetzt erstmal einen herrlichen Blick rüber. Nicht schlecht, selbst diese modernen Bauten auf der Seite. In dem Haus ist es echt so, dass dieser Wintergarten im Grunde der Großteil der Wohnung ist. So müsste man das halbwegs erkennen. Schöne Lösung. Wenn man hier mal genau schaut, da drüben auf diesem halbrunden Gebäude, da sind auch außen an der Fassade so riesen Kunstwerke dran. So müsste man das erkennen. Sehr schön. Und die Brücke daneben. Natürlich auch klasse. Brücken haben es mir auch irgendwie angetan, muss ich mal feststellen. Und hier ist wieder Kunst am Wegesrand. Ach, das ist eine Kinderrutsche. Das ist ja schön gemacht. Die ganze Figur besteht im Grunde komplett aus Augen. In den verschiedensten Formen und Farben.
So, die Häuschen direkt hier am Wasser sind auch gleich wieder ein bisschen gehobener von der Art her, würde ich mal so sagen. Schick, schick. Jetzt bin ich wieder auf der Strandgata. Da sind immer so diese Ecken hier, wie der Name schon sagt, Strand, wo man dann im Grunde auch die Möglichkeit hat zu baden oder einfach sich in der Sonne hier zu ahlen. So eine kleine Badeinsel in der Mitte, die aber schon voll Vogelkot ist, wie man hier sieht. Auch die Gänse haben hier die Überhand gewonnen. Auch hier steht überall, dass Entenfüttern und so weiter verboten ist und auch nicht erwünscht. Und hier oben sind sie wohl am Feiern, auch sehr schön. Ja, wie so oft endet jetzt der Weg hier in der Privatstraße. Daher würde ich sagen, ich suche mir den nächsten Weg, wo es lang geht. Irgendwas findet sich immer, das wisst ihr. Und jetzt geht es doch nochmal in Richtung von diesem schönen Brunnen. Und der hat mich nicht losgelassen. Hier ist er direkt vor mir. Echt sehr schön angelegt. Und läuft dann runter ins Wasser. Das hat schon was. So, wo geht's hier lang? Das ist ja auch interessant gemacht. Ich weiß nicht, wo es hier hingeht oder was das genau ist. Auf jeden Fall ein schöner Wasserfluss hier unterhalb der Hauptstraße. Ich schau mal eben auf die andere Seite, was da ist. Ja, das Ganze ist auch wie so ein Schleusenzufluss, wo unten allerdings auch irgendwelche Kanalrohre liegen. Aber trotzdem interessant gemacht. Und zwar geht das Ganze dann hier drüben wieder in das Hafenbecken, wo ich vorhin schon gewesen bin. Sichtbar ist der ganze Durchfluss dann hier, natürlich kunstvoll verpackt, wie das so in Stufen hier runtergeht. Auch von hier nochmal ein ganz anderer Blickwinkel auf die Stadt. Da unten parkt gerade ein Reisebus, wo eigentlich diese historischen Schiffe hinkommen. Vielleicht habe ich ja Glück und da kommt doch noch was. Solange geht es noch einmal runter zu diesem Wasserdenkmal der Flößer. Noch schöner finde ich ja von hier den Blick auf die Stadt. Man hat beide Seiten des Wassers, dieses super Kunstwerk und dann diese klasse Kirche im Hintergrund. Von dieser Seite des Hafens hat man dann nochmal einen schönen Blick über diesen toll bepflanzten Kreisverkehr. Die ein, zwei schicken kleinen Sportboote hier, teilweise mit drei Motoren dran. Die Wassersprenkleranlagen und das historische Gebäude dorthin. So. Ich bin wieder hier an meinem Stellplatz angekommen. Wie gesagt, ist nur ein reiner Übernachtungsplatz, aber eigentlich ganz angenehm so von der Atmosphäre. Das Drumherum ein bisschen ausblenden, diese schönen Schiffe hier genießen und auch den Charme, was das Ganze irgendwie hier so versprüht. Ich hoffe, dieses schöne Video aus Skien, also ich fand es schön, hat euch gefallen. Dass hier der Telemark-Kanal endet, hatte ich erwähnt. Ich hätte gerne auch die Schiffe dazu gezeigt. Leider nicht vor Ort, wo auch immer die sich gerade rumtreiben, aber nicht hier. Naja, auf jeden Fall war es das. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Markus.